Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Zum einen weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht so genau, ob die Kamera richtig filmt, weil ich komme gerade aus dem Urlaub wieder, Leute. Man sieht es vielleicht an meinem Teint, er ist leicht braun geworden. Johanna ist übrigens auch hinter der Kamera. Sieht aber auch gefährlich braun aus, Johanna, was ist da denn los? Ich habe auf jeden Fall gerade die Kamera kontrolliert und es sah durch diesen Sucher, meine Kamera ist ein bisschen kaputt, also eigentlich ist sie sehr kaputt sogar. Und als ich mal durch die Kamera durchgeguckt habe, sah es so aus, als wäre das Bild ein bisschen kaputt. Falls es jetzt kaputt ist, wisst ihr Bescheid, dass da was kaputt ist. Dass ich schon einen Verdacht hatte. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber diese Scheibe, die ist kompletter Matsch hier. Das Scheibenwischwasser-Dingsbums ist kaputt und das Auto stand irgendwie länger unterm Baum und man sieht jetzt gerade halt gar nichts mehr. So, gut, jetzt habe ich alle Fakten zum Anfang des Videos erstmal abgearbeitet. Heute geht es aber darum, dass wir die Katzen abholen werden. Das letzte Video ist ja noch gar nicht so lange her, als die Katzen probetagmäßig unterwegs waren. Ich habe im Urlaub leider das Sprechen verlernt, dafür kann ich jetzt sehr gut Spanisch. Gut, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Wir holen jetzt die Katzen ab. Ich schätze mal, dass das heutige Video ein bisschen so über mehrere Tage gehen wird, weil wenn ich jetzt nur das Abholen der Katzen und die Katzen sind jetzt da und dann fest auch in der Wohnung und so weiter, wenn ich jetzt nur das machen würde, dann wird es wahrscheinlich das Video so aussehen wie auch beim letzten Mal, weil die machen ja das wieder so, ne? Aber vielleicht gibt es ja so Fortschritte, so Tag 1, Tag 2. Vielleicht fressen sie was. Vielleicht würden sie zum Beispiel mal was fressen, so richtig. Nicht nur Leckerlis oder vom Finger irgendwas ablutschen, sondern so richtig essen, essen. So was Fleischiges und sowas. Katzen halt machen. Fun Fact, Katzen kann man nicht vegan ernähren. Man kennt ja zum Beispiel den Unge, Grüße gehen raus, der ernährt ja seinen Hund vegan und angeblich laut Arzt funktioniert das auch. Also der Arzt hat gesagt, geht nicht, hat aber gecheckt, dass alle Werte in Ordnung sind. Bei Katzen könnte man das nicht machen. Super, habe ich auch noch einen Fun Fact mit eingebracht. Jetzt kann es eigentlich losgehen zu den Katzen, holen wir die ab, wa? Hallo. Oh, bist du schon groß geworden? Ja. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Ja, so kennt man dich. Molis Lieblingsspielzeug. Oh. Wir haben leider kein echtes Lieblingsspielzeug von Milo. Diese Bällchen, die man aus Alufolie macht. Ja, das also, haben wir ja auch schon festgestellt. Und Deckel mag er auch extrem gerne. Johanna ist aufgeregt. Ja. Ah, jetzt ganz viele Deckel. Ja, mach's gut. Wir werden euch auch irgendwann mal unangekündigt besuchen, um zu gucken. Ja, jetzt nicht unangekündigt. Nein, ich mach einfach schlechte Witze. Dann vielen Dank, schönen Abend noch. Gottes Willen, frag bloß nicht in den Versuch auszugehen. Das sind größere Stufen. Ah, okay, Leute, jetzt sind wir wieder im Auto. Ich habe gerade gesehen, die Kamera war einfach nur auf einem komplett komischen Modus eingestellt. Jetzt sollte es aber eigentlich wieder besser sein. Nach dem Urlaub muss man ja auch erstmal wieder reinkommen. Das ist schon richtig groß geworden, ne? Vor allem ja. Mal wieder ein kleines Status-Update. Wie sieht's aus bei euch? Hallo. Alles gut, oder? Okay, Freunde, wir sind jetzt hier zu Hause. Hallo. Und wie ihr sehen könnt, die zwei sind eigentlich super entspannt, ne? Und jetzt dürft ihr raus. Tada! Willkommen im neuen Zuhause! Ah, den Part kennen wir ja jetzt schon ein bisschen. Achso, wir können die eigentlich direkt in den Katzen, aufs Katzenklo setzen, ne? Oder haben die. Ah, die haben das schon direkt gefunden. Das ohne Scheiß, ich finde Katzen so krass. Sie ist einfach direkt schon auf Toilette gegangen. Oh, jetzt habe ich dich gestört. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Oh, jetzt gibt's direkt schon was zu fressen. Oh, gibt's direkt Futter. Wird auf jeden Fall erstmal abgeleckt. Die brauchen zwei, ne? Wir haben ja noch mehr, so ist das ja nicht. Oh, das ist schon mal schön. Direkt am Fressen. Ja, das schmeckt. Auch direkt zufrieden. Direkt Schwanz oben, alles gut. Schmeckt dir das? Boah, wie viel er frisst. Ist das so normal? Ich dachte, bei Katzen, die sind auch so empfindlich, wenn die irgendwo neu sind, dass denen doch nicht so richtig, so dass ihnen das auf den Magen schlägt oder so. Aber nö, interessiert den gar nicht, ne? Die Katzen sind so entspannt. Also Stranger Things gucken gestaltet sich noch etwas schwierig, weil die keinen Fernseher kennen. Sind noch extrem verwirrt von vor allen Dingen so einem großen Fernseher. Und da wird natürlich in erster Reihe geguckt. Was passiert da im Fernsehen, hm? Was passiert denn da? Kennst du die Kamera noch? Ist das spannend, was da läuft? Ziemlich gestört werden beim Gucken. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist die erste Nacht jetzt überstanden. Die zwei haben im Bett gepennt. Wo geht's hin? Bis dann morgens um 5 Uhr oder so. Dann fingen sie an, auf einmal sich so, man muss aber sagen, respektvoll leise zu unterhalten. Ja, ich habe jetzt dann halt nur 4 Stunden geschlafen. Mal gucken, ob sich das so einpendelt. Was ist denn eigentlich los mit euch jetzt hier? Was sitzt ihr denn jetzt? Da habt ihr vielleicht Hunger? Gestern haben die zwei ja Futter mit Huhn bekommen. Wir können mal gucken. Es ist auch noch anderes Futter da. Könnt ihr euch jetzt mal testen. Vielleicht mögen die auch noch was anderes. Habt ihr Lust mal zu frühstücken? Oh, da guckt schon einer, ne? Hast du Hunger? Sollen wir mal Pute ausprobieren? Das ist natürlich sehr ähnlich, ne? Oder möchtest du vielleicht Lamm haben? Wie wär's mit Känguru, Alter? Holy shit. Ich würde sagen, safety first. Wir probieren heute mal Pute aus. Das ist ja relativ ähnlich. Und Geflügel scheinen die ja schon mal zu mögen. Oh, was haben wir denn da Leckeres? Möchtest du auch mal riechen? Guck mal hier. Oh, also die lecken auf jeden Fall schon mal dran. Was haben wir denn da Leckeres? Da haben aber zwei auf jeden Fall Hunger. Da haben die auf jeden Fall richtig Bock drauf. Noch mehr als gestern. Also Pute kommt noch besser an als Hühnchen, oder? Die haben einfach noch mehr Hunger. Aber die feiern das Futter auf jeden Fall komplett. Boah, ihr seid ganz schön am Schmatzen. Ihr habt echt keine Manieren, Mann. Man muss auch dazu sagen, das Futter ist halt auch echt nicht das günstigste. Miam Miam heißt das. Ist halt 99% Biofleisch. Beste Qualität. Ist natürlich beides
beides wichtig. Einmal die Haltung halt, finde ich, hinter dem Fleisch. Und einmal natürlich, damit die Katzen auch was Vernünftiges zu futtern bekommen. Und 99% Fleisch, würde ich sagen, kann sich sehen lassen. Und die zwei haben ja auch echt Bock drauf. Du musst erstmal auf Toilette. Hast du schon so eine schnelle Verdauung? Ich finde es nach wie vor so krass, wie schnell die einfach auf Toilette gehen und so ran, wie gar kein Problem mit. Seid ihr satt? Hat das gepasst? Was gibt's für eine, wie viele Sterne von 5? 4,5? Was kratzt denn er da so rum? Hallo, was scharfst du da so auf dem Boden rum? Was ist denn das? Leute, habt ihr das schon mal gesehen, dass eine Katze auf dem Fliesenboden kratzt? Hä? Wetzt du da gerade deine Krallen auf dem Fliesenboden? Davon habe ich noch nie gehört. Lol, der macht das jetzt einfach die ganze Zeit. Willst du dich da rausbuddeln, oder? Amigo, kommst du klar auf dein Leben, Alter? Bist du DJ? Bist du gerade irgendwie am Scratchen oder so? Also die einzige Regel ist eigentlich, dass die zwei da oben nicht auf den Tisch sollen. Ansonsten ist eigentlich alles relativ Wurst. Ach, und die sollen natürlich irgendwie nichts vom Essenstisch oder so bekommen. Nicht, dass sie auf einmal anfangen zu betteln oder so. Da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Aber ansonsten können die eigentlich machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, die zwei sind auf jeden Fall komplett entspannt. Fühlen sich natürlich noch nicht wie zu Hause. Es gibt halt einfach noch extrem viel zu entdecken. Aber ansonsten, das Weibchen, also die Katze, ich weiß, ihr seid sehr empfindlich, wenn es um Katze, Kater, Kätzchen und so weiter geht. Aber die kommt schon immer vorbei mit so aufgestelltem Schwanz und streift einen so um die Beine und so. Er ist dann natürlich immer wieder noch ein bisschen sensibler. Also er hat auf jeden Fall seinen Charakter behalten und ist ein bisschen vorsichtiger, wollte ich gerade sagen. Und jetzt gibt's ja Attacke. Er guckt halt hauptsächlich eher so aus dem Hintergrund zu. Aber vielleicht, wenn er das Vertrauen auch noch nach und nach aufgebaut hat, vielleicht wird es dann auch noch mal ein bisschen anders, ne? Aaron hat in die Kommentare geschrieben, dass sie komplett auf Alufolie-Bällchen abfahren. Ja, und die zwei gehen auch am allermeisten mit aufs Alufolie-Bällchen ab. Oh, wer schießt das Tor? Wer schießt das Tor? Ja. So viel dazu. Und Leute, ich bin gerade wieder back in Deutschland und ich habe wieder Heuschnupfen des Todes. Also keine Sorge, ich bin nicht gegen die Katzen allergisch. Wir haben die ja schon 4-mal vorher oder so besucht und im Haushalt vor 12 Katzen waren und ich hatte jetzt gar nichts. Auf Mallorca hatte ich nichts und ich bin in Köln angekommen, saß im Auto, musste direkt 8-mal niesen. Nase ist zu, Katastrophe. Ich glaube, ich muss auf Dauer irgendwo hinziehen, wo ein Meer ist oder so. Aber ich will doch in Köln bleiben. Kann das Meer nicht nach Köln kommen? Auch wobei, mit dem Klimawandel dauert das wahrscheinlich gar nicht mehr so lange. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist tatsächlich jetzt schon der Tag 3, ist gestern nicht mehr ganz so viel passiert, außer dass die Katzen abends angefangen haben, komplett zu eskalieren irgendwie und auf einmal sehr krass miteinander zu spielen. Es war gestern auch noch Besuch da und so weiter, aber das wollte ich dann auch irgendwie nicht groß filmen. Ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall noch zu machen. Also zum einen kann man hier nicht mehr wirklich richtig lüften, weil man die Fenster nicht auf Kipp machen kann, weil man dann Angst haben muss, dass die Katzen irgendwie in einem Kippfenster stecken bleiben oder generell, dass sie auf die Idee kommen abzuhauen, was am 5. Stock nicht so geil wäre, weil die direkt aufs Dach rauf könnten. Zweitens können wir auf jeden Fall heute nochmal das nächste Futter ausprobieren. Und ich weiß aber nicht, ob wir das dieses Video noch machen werden, ist den Balkon zu sichern. Ihr wisst ja noch von den Balkonvideos, hier ist auch ein Balkon am Start. Und ich glaube, es wäre für die Katzen auf jeden Fall ganz cool, wenn die auch raus könnten. Dann kommt ihr auch noch mehr mit so ein paar Insekten oder so in Kontakt, was potenziell auch eine Gefahrenquelle sein könnte, bei Bienen oder so, keine Ahnung. Eine Sache, die man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, und das habt ihr auch schon in die Kommentare geschrieben, damit habe ich aber auch schon gerechnet, man braucht kein Spielzeug, fast kein Spielzeug. Also Angeln und so finde ich schon ganz geil und so ein kleines Bällchen oder so ein kleines Bärchen, das kann man schon mal machen irgendwie so zum Spielen, aber ansonsten finden die in der Wohnung halt alles, was man braucht zum Spielen. Ein Flaschendeckel ist auch ein großes Highlight, aber das allergrößte Highlight, das ist ja vorne am Balkon diese Kordel für die Jalousien, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also damit kann man sich tatsächlich auch mal gut und gerne irgendwie eine Stunde am Stück beschäftigen und dann auch noch zu zweit, also da gehen die irgendwie komplett drauf ab. Wenn die jetzt im Spielmodus sind oder so, dann sind die auch gar nicht bereit, sich irgendwie streicheln zu lassen oder so, dann ignorieren die einen auch, es sei denn, man hat selber auch ein Spielzeug, aber da sind die komplett untereinander beschäftigt. Also was sich auf jeden Fall auch extrem krass bestätigt hat, zwei Katzen, vor allem von Anfang an, weil die kennen sich ja schon und mögen sich ja schon. Also die verbringen wirklich den ganzen Tag zusammen. Die putzen sich gegenseitig. Die rufen sich auch ständig gegenseitig. Die muntern sich so gegenseitig auf, die ganze Zeit zu spielen. Dann ist der eine da an dem Ding am Spielen, dann fängt das an zu bömmeln, dann kommt der andere noch mit dazu. Also die sind wirklich ein Herz und eine Seele. Das ist wirklich krass. Also gefühlt kommt man sich eigentlich, das ist jetzt ein bisschen übertrieben an, aber man kommt sich schon fast nutzlos vor, weil letztendlich sitzt man nur daneben und die machen eh ihr Ding miteinander die ganze Zeit. Also das Klischee, dass man gefühlt nur so der Dosenöffner ist, wie viele immer schreiben, das kommt dem gerade schon ein bisschen nahe, weil ich glaube, die sind auch gerade einfach so dabei, die Wohnung zu erkunden. Es ist noch viel zu viel spannend, als dass jetzt der Fokus auf uns jetzt so gelegt wird. Oh, jetzt wird sogar Trockenfutter gefressen. Mittlerweile fressen sie sogar Trockenfutter. Das wollten sie am Anfang gar nicht. Schmeckt das auch oder sollen wir mal eine neue Packung aufmachen? Hanna, was gibt's heute? Lamm. Wir machen das kurz sauber, okay? Aber sie frisst jetzt auch zum ersten Mal Trockenfutter. Hast du so Hunger, du Arme, dass du jetzt auch mal an das eklige Trockenfutter gehst? Oh Gott, klingeln, alles am Klingeln. Jörn hat auch Katzengras gekauft. Ich weiß nicht, schmeckt das eigentlich? Das schmeckt ein bisschen wie Kresse, oder? Ich hab's noch nicht probiert. Ich hab ein bisschen Allergie und meine Nase ist zu. Ich kann das nicht so gut schmecken gerade. Das erste Mal kein Geflügel. Mal gucken, wie sie drauf reagieren. Hast du da Lust drauf?
Das ist, ich habe vorher da reingestochen und das ist das, was da rauskam. Also der Unterschied ist nach wie vor immer noch immens. Also Amigo ist halt so schiss. Ich habe gerade hier kurz diese Karten zur Seite gelegt und er ist direkt weggerannt. Alles gut, guck mal hier. Weiß, es ist auch natürlich nervig, dass ich jetzt mit der Kamera daneben hänge oder so, aber der Hunger treibt's rein, ne? Was soll man dazu sagen? Mögen sie halt auch. Ist halt eine Katze. Katze ist Fleisch. Das ist fast nur pur Fleisch. Doch kein Biofleisch tatsächlich. Doch kein Biofleisch? Nee. Toll, Johanna, toll. Aber, ja, so einfach ist das ja gar nicht. Getreide, Biofleisch zu finden für Katzen, meinst du? Das ist schon teures Futter, aber wenn du dann noch teurer, klar kannst du das bekommen. Ich weiß, viele wollen das auch immer gar nicht hören. Aber wenn es um die moralische Komponente bei Fleisch geht, da kommt es ja gar nicht nur darauf an, oh, das sind nur Katzen, sondern es geht ja eigentlich mehr so ein bisschen auch darum, wie sind die Tiere gehalten worden. Ich zum Beispiel versuche ja sehr viel auf Fleisch zu verzichten oder esse nur ziemlich wenig Fleisch. Oder wenn ich Fleisch esse, versuche ich ein bisschen zumindest darauf zu achten, dass es dann zum Beispiel nicht aus irgendeiner Massentierhaltung kommt oder so. Weil ich das zum Beispiel grundsätzlich nicht unterstützen möchte. Und deswegen, auch wenn es nur Katzen sind, wie viele immer sagen, fände ich es auch moralisch deutlich weniger verwerflich, wenn die Katzen halt keine Massentierhaltungsfleisch essen würden. Was ist denn eigentlich mit Wild und so? Wild ist ja eigentlich nie Massentierhaltung, glaube ich, ne? Aber Wild gibt's ja auch. Gibt's aber auch nicht das ganze Jahr dann, oder? Wobei, doch. Katzenfutter gibt's auch ganz viel. Ich habe ja nur so eine Probierpackung schon bestellt. Ist das jetzt unbezahlte Werbung? Und wollte mal gucken. Schön, dass du das auch schon sagst. Ja, und es schmeckt denen halt gut, weil ich halt gesehen habe, dass das 99% Fleisch enthält, ohne Zucker ist und ohne Getreide und deswegen dachte ich, okay, das klingt ja gut. Aber jetzt suche ich doch mal nach Bio-Katzenfutter. Ach, guck mal, hier gibt's so Barf-Menüs. Die Leute werden uns alle hassen, wenn wir jetzt nach so übelst teurem Futter gucken. Aus Frettchen, nach vier Frettchen. Katzenfutter aus Frettchen. Eigentlich fressen die pro Katze eine Dose davon, wenn sie erwachsen. Am Tag? Mhm. Das heißt, die fressen ja 400 Gramm am Tag. Also 160 Euro nur Futter für zwei Katzen dann im Monat. Mhm. Uff. Nur Nassfutter. Das ist heftig. Ja. Also, glaube ich, hört sich heftig an. Und das Futter, was kostet das dann im Monat? Das kostet also die Hälfte ungefähr. Also wir waren eben bei 160 pro Monat und mit dem wären es 90 Euro pro Monat an. Das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Krass. Absolut. Klar wäre es besser, es anders zu machen, aber auch wenn jetzt die Leute schreiben, ja, dann musst du halt vorher überlegen, ob du dir das leisten kannst. Ich kann mir das leisten, aber ihr wisst ja selber, dass es dann vielleicht auch mal ein Schritt zu viel sein kann, finanziell gesehen. Das ist schwierig, ne? Komm, probier mal ein bisschen. Nein, guck mal da rein. Ja, das ist doch wie auf einem Kuchen, so einem Erdbeerkuchen. Das ist Gelee. Leute, würdet ihr das hier probieren? Schreibt es mal in die Kommentare, aber guckt euch diese Gelee-Suppe da außen an, Alter, in dunkelgelb. Und hier ist Lunge mit drin, Alter. Wer will mal probieren? Aber ich glaube, ich habe bei DM sogar Bio-Katzenfutter gefunden. Aber das hatte nicht so einen hohen Fleischanteil. Aber der hohe Fleischanteil ist schon wichtig im Katzenfutter, oder wie? Das ist eigentlich das Wichtigste, damit halt wenig anderer Scheiß drin ist. Der hat nur 77% Fleisch. Die werben auf jeden Fall damit, dass es getreidefrei ist. Was würde das dann kosten? Dasselbe wie das. Aber mit weniger Fleischanteil, aber dafür Bio. Mann, das wird ja mega das erfreuliche Video. Das gehört dann mit dazu halt, nach sowas zu gucken. Au, 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 au. Du musst deine Krallen einfahren. Ja, ist ja süß, dass du mich ableckst, aber die Krallen, ah, aua. Du bist ganz schön grob. Was ich halt wirklich krass finde, ist, dass die es überhaupt nicht interessiert, dass die jetzt eigentlich gerade woanders sind. Also normalerweise, habt ihr ja auch gesagt, sind ja Katzen so territorial, also ortsbezogen. Auch schon damals bei dem Besuch und so weiter, war denen das irgendwie total egal, dass die jetzt völlig woanders sind, wo sie sich eigentlich gar nicht auskennen. Die spielen den ganzen Tag. Jetzt haben sie hier so ein kleines Stäbchen gefunden. Stäbchenattacke. Und jetzt laufen die hier schon die ganze Zeit rum und spielen mit diesem Stäbchen und denen ist eigentlich alles egal. Das finde ich echt krass eigentlich. Meint ihr, das ist, weil die jetzt noch so jung sind? Oder sind das einfach Katzen, die einfach ziemlich offen und locker sind? Also das glaube ich so oder so, aber so locker, dass man die jetzt einfach immer überall mit hinnehmen könnte und die würden sich da immer echt gut zurechtfinden und so. Weil ich finde das alles noch ein bisschen schwer zu deuten, weil ich das Gefühl habe, die zwei sind eh noch ein bisschen anders als die meisten anderen Katzen. Also nicht, dass man das verallgemeinern könnte, aber die haben schon echt eigenes Verhalten irgendwie. Es gibt immer nur kurze Zeit, wo man mit ihm spielen kann, weil eigentlich kommt sie und ist halt viel, viel aggressiver, beziehungsweise viel offensiver als er. Deswegen muss man die Zeit immer nutzen, dass man auch mal mit ihm spielen kann. Das ist ein aggressives Stäbchen hier. Oder ist einfach fauler und will nicht so viel laufen. Und jetzt ist schon wieder vorbei. Was ist, wenn ich dich damit attackiere? Das ist aber auch ein bisschen gefährlich, das Stäbchen hier, ne? Ich habe hier eine kleine Challenge vorbereitet. Kommst du dran? Oh, das war einfach. Oh, jetzt ist er wieder weg. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ja, das ist übrigens das Ding, was Thomas mir mitgegeben hat, wo er meinte, doch, nimm das mal mit, das ist lustig. Und ich muss sagen, das ist echt schon ganz cool. Also auch wenn das nicht an ist, das ist einfach schon ein cooles Ding, weil da ist ein Glöckchen mit drin und da sind unten so Federn dran. Und da gehen die generell irgendwie total drauf ab. Sowohl auf das Glöckchen, als auch wenn das hier unten so rumfleddert. Ne, da kannst du machen, was du willst, da kannst du einfach nicht von ablassen. Oh, oh, erwischt. Oh, jetzt ist aber noch höher. Jetzt ist aber noch schwieriger. Oh, nächste Etage. Jetzt sogar in die Hängematte rein. Und, kommst du dran? Ah. Fast. Das ist aber jetzt schwierig, ne? Das ist jetzt richtig schwierig. Jetzt gleich ist es soweit und jawohl. Oh, jetzt wieder weg. Und jetzt ist wieder da. Sehr gut.